Nachmittag rückten die Feuerwehrlöschgruppen Balve und Garbeck zu einem Einsatz in der Dreikönigsgasse aus. Dort wurde verdächtiger Gasgeruch gemeldet. Der Messtrupp aus Garbeck konnte aber keine Gaskonzentration feststellen. Dafür wurde ein undefinierbares Paket im Keller gefunden. Da es sich dabei um etwas aus einem Armeebestand aus dem früheren Ostblock handeln könnte, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese forderte den Kampfmittelräumdienst an, der am Abend in Balve erwartet wird. Zudem wurde der Messtrupp Neuenrade und der Chemiefachberater alarmiert. So können jetzt weitere Messungen unter Atemschutz vorgenommen werden, bevor über weitere Maßnahmen zusammen mit Polizei und Kampfmittelräumdienst entschieden wird.